Hier spricht Ustra und ich lasse den Helm ruhig auf. Beim Meer. Stardew Valley, endlich geht's weiter. Ich entschuldige mich recht herzlich für die Unannehmlichkeiten, die da so passiert sind, dass ich so lange nicht mehr da war mit dem Beenden von Stardew Valley. Aber es ist manchmal. Damn, das ist laut. Aber es ist manchmal so, wie es ist. Manchmal kommen Dinge dazwischen und ich hatte ja auch dieses, diesen Wohltätigkeitsspenden-Marathon-Speedrun Stream, Teil des Streams. Und es war awesome. Falls ihr es nicht gesehen habt, ihr könnt es auf YouTube nachschauen. Auf der RPG Limit Break YouTube-Seite. Und da kann man mich dann sehen mit Quest for Glory. Hier, awesome Game. Awesome Event. Wir haben über 52.000 Dollar eingenommen. Für die Behandlung und Hilfe. Beziehungsweise ja, für die Behandlung und für die Hilfe für Menschen mit mentalen Krankheiten. Schwierig, das gerade einfach so zu übersetzen. Aber ja, genau das ist es. Ja, super schönes, großes Event. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, teilzunehmen. Und ich werde auch vielleicht in der Zukunft dann mich anderen kleineren Speedrun-Sachen und größeren Speedrun-Sachen anschließen, wenn man mich denn lässt. Genau. Hört sich doch ganz gut an. Und für jetzt schließe ich mich ein wenig mit der Natur zusammen, denn wir sind zurück bei Stardew Valley und es gibt ach so viel zu tun. Es gibt eine ganze Menge zu tun tatsächlich. Mehr als ihr vielleicht glauben wollt. Gut. Denn wir müssen Junimo Kart fertig machen. Ihr hättet gedacht, ich kehre nicht zu Junimo Kart zurück? Hahaha. You fool. Natürlich kehre ich zu Junimo Kart zurück. Oh mein Gott, ich muss rechts klicken. Maybe, weiß ich noch nicht. Es ist halt. Ich weiß nicht, ob ich es fertig kriegen will oder nicht. Ich bin nicht sonderlich gut in Junimo Kart, ich gebe es zu. Aber es muss ich auch gar nicht sein. Das muss ich auch gar nicht sein. Ja, übrigens auch danke an alle die fleißig auf das Englische schauen. Macht mir sehr viel Spaß, wenn ihr ganz unterstützen mögt, generell auch. Kann ich euch nur empfehlen. Schlagt den Like-Button ein wenig. Am liebsten einmal oder dreimal. Irgendeine ungerade Zahl, damit auch der Like bleibt. Das wäre sehr schön. Denn damit helft ihr mir tatsächlich. Oder schaut einfach die englischen Sachen nach hier auf YouTube. Oder noch besser, ihr begleitet mich live auf der ganzen Reise Twitch. Das wird mir natürlich am besten gefallen. Und ihr könnt tatsächlich mitbestimmen, welche Spiele wir da so spielen auf diesem Twitch. Ihr dann hier auch nachschauen könnt. Also es lohnt sich, definitiv mal reinzuschauen und definitiv mal Hallo zu sagen. Und bis dahin, und ihr, da könnt ihr euch natürlich entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ihr wisst schon, ne? Aber wenn. Verspreche ich euch, das wird ganz cool werden, auch wenn es Englisch ist. Ich kann dieses Englisch einigermaßen. Und ihr auch. Ihr müsst es nur zugeben, dass ihr das könnt. Ist gar nicht so schwer. Ich habe eine süße Edelsteinbeere. Ach, die. Ja, das ist dieser seltene Samen. Das wollte ich mal ausprobieren, ob ich damit irgendwas tun kann. Bin gespannt, ob ich damit irgendwas tun kann. Tatsächlich. Mit Abstand das Süßeste, was du je gerochen hast. Okay. Wir brauchen das nicht mehr für den Wald, weil im Wald sind wir fertig mit dem Kram. Im Wald sind wir fertig mit dem Kram. Guten Morgen. Wenn wir mal irgendwas haben, gleich mal nach. Oh, hast du keinen Bock raus? Dinosaurier hat halt keinen Bock. Zu warm, zu kalt. Oh, da war noch ein Ei.
Zu warm, zu kalt, zu anders. Die Hasen ärgern ihn immer. Die Probleme eines echten Dinosauriers. Doch die letzte Ente wurde gestreichelt. Wachsen schon wieder irgendwelche Bäume, weil die ganze Zeit irgendwelche Eicheln und andere Sachen darüber fallen. Mag, bin ich kein Fan von. Hier herrscht Ordnung auf meinem kleinen Hof. Hat nicht so zu sein. Okay, lass mal rübergehen. Zu diesen Tieren hier. Immer streicheln. Jetzt ist nach hier unten irgendwie auf. Aber jetzt weigern sich die Tiere trotzdem, darunter zu gehen, um was zu essen. Es ist zu weit weg. Nein. Manche finden ihren Weg hier runter. Cool. Eine Kuh ist wieder drin. Selbe. Vielleicht derselbe Grund. Bad Moon. Kein Bock. Nope. I'm not gonna. Oh mein Gott, meine Kamera ist so krass überbelichtet. Klicker, klicker, klick. Schmuck. Sollte jetzt ein bisschen besser sein. Jetzt sehe ich ein bisschen natürlicher aus. Schrecklich, diese ganzen Kameraeinstellungen und so. I know. Ich weiß. Aber es muss manchmal sein. Kann ich nichts gegen machen. Also ich benutze halt zwei verschiedene Programme. Hier für die Aufnahme für YouTube benutze ich was anderes als für die Aufnahme für Twitch. Und da ist dann halt immer ein bisschen der Wurm drin, auch weil die Tageszeit eine andere ist. Logischerweise, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Ich würde es am liebsten tun. Vertraut mir da. Ich würde am liebsten zwei Sachen gleichzeitig machen, geht aber nicht. Nur Dienstag. Habe ich geguckt im Fernsehen? Ich weiß nur, dass es morgen Sturm gibt. Das habe ich mir noch so einigermaßen merken können. Aber da war doch noch mehr. Ich muss mal eben gucken, wie mein Glück heute so aussieht. Vielleicht mache ich wirklich Junimo Kart. Oh, da ist meine Frau. Meine Ingame-Frau. Nice. Die Aussicht von diesem Fenster hier ist inspirierend, findest du nicht? Ja, in diesem Raum ohne Fenster. Definitiv inspirierende Aussicht. Ich lasse dich damit mal allein. Neutrale Geister. Faszinierende Aussicht, nicht wahr? Cray Cray. Die ist ein bisschen. Bisschen außer der Reihe, die Frau. Steinbruch. Ich könnte natürlich hier eben schnell ein paar Steine holen und eventuell noch mal versuchen, weiter runter in dieser Mine zu gehen. Ich glaube, es lohnt sich sogar einfach eine normale Bombe hier zu zünden, um das hier schnell zu gestalten. Und eigentlich bräuchten wir auch ein bisschen Eisen, weil wir haben gesehen, das ist leer. Wir konnten gerade machen, wir konnten keine Eisenzäune mehr machen. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht so schlimm. Alles zu seiner Zeit. Wir haben keine Eile, tatsächlich. Wir müssen zwar noch ein bisschen spielen. Ich habe gesagt, bis Ende November werden wir hiermit fertig. Das ist bald. Auch wenn es nichts bringt, weil da hat jemand Geburtstag. Das ist der Sohn meiner Schwester. Und der ist gerade im Kindergarten. Das heißt, selbst wenn ich ihn jetzt hier grüßen würde, wird er nicht viel bringen, weil der versteht das nicht. Trotzdem grüße ich den. Und alles Gute zum Geburtstag. Hier, schon mal. Ich rufe nach Hahn. Machen wir so. Aber wir haben so viel Iridium, ne?
Damit kann ich einfach. Oh mein Gott, ich bräuchte auch Kohle, um das zu verarbeiten. Und damit kann ich einfach nicht wirklich was machen. Das ist das Traurigste daran. Es gibt keinen Iridium-Zaun. Vorher hat man Iridium für alles Mögliche gewollt, halt, ne? Ah, das Aufbessern von irgendwelchen landschaftlichen Geräten und ach und dies und das und jenes und keine Ahnung. Jetzt ist es so. Ah, verdammt! So viel Iridium brauchst du gar nicht. Ich habe ohne Ende davon. Das war eine Kaviatruhe. Oh, ich war noch gar nicht hier drin. Oh, zum Glück habe ich das mal gecheckt. Hier ist ein bisschen was fertig. Was nehmen wir denn mit rein? Lass uns mal eben gucken. Wir nehmen mal diese süße Beere mit, gucken, ob wir daraus irgendeinen Wein machen können. Außerdem machen wir relativ normalen Traubenwein diesmal. Und einlegen tun wir ein paar EEBB-Beeren. Schön Marmelade machen. Aber das ist auch Weintraubenwein, das ist also alles gar nicht so schlimm. Alles gar nicht so schlimm. Solange ich ja alles wieder ans Laufen kriege. Oh, sieht ganz gut aus. Okay, cool. Die Truhe. ...37 weitere Weinflaschen. Jetzt haben wir 70 normalen Weintraubenwein. Es ist 18 Uhr. Wir haben eine ganze Menge gearbeitet heute. Aber bei diesem Spiel hört ja Arbeit nie so richtig auf. Oh nein, jetzt habe ich vergessen, die süße Edelsteinbeere. Da muss ich die gleich wegpacken, das ist nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Ich frage mich, und da könnt ihr mir bestimmt helfen. Es ist jetzt Sommer. Nicht vergessen, es ist jetzt Sommer in-game. Das heißt, wir haben noch zwei Jahreszeiten vor uns. Ich weiß ungefähr, wie die Jahreszeiten funktionieren. Und jetzt ist die Frage, was können wir noch tun? Weil wir sind ziemlich, ich würde sagen, wir haben so ziemlich viel getan. Wir haben so ziemlich alles getan, was mir so in den Sinn kommt. Klar, da gibt es noch irgendwie das Museum, was man irgendwie verbessern kann. Da fehlen aber auch nicht mehr ganz so viele Sachen, glaube ich, im Museum. Ich habe noch zwei. Und ich hoffe einfach, dass wir auf die stoßen werden. Vielleicht in der Schädelhöhle. Das ist keine Mine. Habe ich mir auch gemerkt. Wir müssen natürlich klar noch die Schädelmine Level 100 erreichen. Da arbeite ich aber gerade eben. Jetzt sozusagen. Fast jetzt dran. Das ist alle auch nicht so schlimm. Das ist auch irgendwie zumindest in Mache und fertig. Aber was kommt danach? Weil ich denke mal, am Ende des Sommers werden wir... Ich rede ganz langsam. Am Ende des Sommers werden wir eventuell die Edelhöhle fertig haben. Junimo Card fertig haben. Museum mit Glück vielleicht fertig haben. Also noch 15 Tage jetzt. Das ist möglich. Das ist nicht unmöglich. Das schaffen wir. Wenn wir uns jetzt ein bisschen ranhalten und die Sachen systematisch abarbeiten. Das können wir aber. Wir sind da auch, ich sag mal, durch die ganzen Farmspiele, die ich schon gespielt habe und die wir schon gemeinsam gespielt haben. Ich bin geschult in diesen Sachen, weißt du? Ich habe halt das Wissen, um das zu tun. Und die vielen Tipps, die ihr mir gegeben habt über die Jahre. Lass uns mal eine Runde Junimo Kart machen an einem Gelegenheitstag. Auch wenn ihr euch fragt, oh, kann ich bei Stardew Valley auch live dabei sein? Theoretisch ist das möglich, aber praktisch wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein. Weil ich habe da nie fast, ich habe da keine festen Zeiten für und kann es tatsächlich auch kaum bis gar nicht ankündigen, wann Stardew Valley live kommt. Weil ich nehme das nicht auf und render das dann und mache den ganzen Kram. Ich nehme das tatsächlich auch live auf. Und stelle das einfach dann nur. Oh, damn it. Stelle das dann einfach nur online sozusagen für euch.
Aber das liegt nicht auf meinem Computer rum und wartet darauf, irgendwie verarbeitet zu werden. Das ist irgendwie, das mache ich einfach nicht mehr. Richtige Videobearbeitung, wie damals in den guten alten Tagen, der YouTube-Anfänge, das ist sehr anstrengend. Glaubt mir das einfach. Das ist super anstrengend. Auf der anderen Seite macht Videobearbeitung auch Spaß. Es ist halt die Sache von Speicherplatz und extra Festplatte für die Aufnahmen haben und all den Kram. Es ist eher so eine Sache davon und weniger eine Sache von, ich will das nicht mehr machen. Ist einfach praktischer, es einfach aufzunehmen, direkt sozusagen auf der Plattform aufzunehmen und dann von da aus weiter zu verarbeiten. Aber vielleicht in der Zukunft kommen wieder. Oh, was war das? Vielleicht in der Zukunft kommen wieder ein paar videobearbeitete Sachen, weiß ich nicht. Eventuell zu Dark Souls, eventuell zu Speedrunning, eventuell. Bisschen Speedrun Guides, bisschen reden über Speedruns vielleicht. Ich habe auch schon seit 100 Jahren ungefähr ein Videoformat-Idee. Die ich auch nicht irgendwie zum Starten bekomme, weil ich mich einfach nicht traue, das zu starten. Ah, das habe ich gut gemacht, das gesehen. Bap! Voll davor gefahren. Keine Chance. Lass uns mal eben was hier mitnehmen. Easy. Oder habe ich wieder den. Hat sich leider nicht gelohnt, die Münzen da mitzunehmen. Neutrale Tage scheinen wohl ganz okay zu sein. Das ist so. Mit dem Level an schlimmen Sachen, die da so kommen, kann ich ganz gut arbeiten. Was kriegen wir, den Schleim oder den? Oh, ich krieg den Schleim, das ist gut. Den mag ich ein bisschen mehr. Obwohl er ganz schön abgeht, der Schleim, du. Müssen wir jetzt aber mal hier weg. Ist coming! Holy fucking shit. Okay. Ja, das musste irgendwann passieren. Gesehen, ganz klar. Oh, ich muss schon wieder diese ganze Stelle machen. Oh nein, das ist schlecht. Oh nee, das ist die andere Stelle. Okay. Ich dachte, das wäre da, wo wir vorher auch schon gestorben sind. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Los weg hier, da. Los weg hier. Oh, he's coming. He's coming. Okay. We did that. Good. Jetzt kommt das nächste, das Geisterschiff, richtig? Ja. Mit 4 Boxen und eventuell einer fünften Box, wenn wir. Oh, ich dachte, ich lande auf dem. Goddammit. Ist so schlimm, wir haben immer noch 4. Karte wird auch immer schneller. Aber wir haben nicht so viel Pech wie letzte Mal. Also ich würde sagen. Oh! Wie sollst du das aus? Wie sollst du dem ausweichen? Ich würde gerne mal wirklich einen Pro-Gamer sehen, wie man das offensichtlich vernünftig handhabt. Ein mit Stil, you know. Der nichts anderes macht in seinem Leben. Außer nur bei Junimo Kart schwitzen. Das wäre cool. Das würde ich mir gerne angucken. Ja, ich nehme es in Kauf. Das nehme ich offensichtlich auch in Kauf. Letzte Card. Doof. Oh, ich hoffe, das reicht. Jawohl, das reicht gerade eben. So, das reicht nicht, weil es war meine Schuld. Vielleicht verliere ich jetzt.
Oder auch nicht. Let's go. Okay. Ich möchte nicht die Lava-Sache haben. Lass uns mal nach oben fahren. Komm. God damn it. Immer dieses Lava-Ding. Ich hätte gerne das mal oben in diesem Pilzwald. Ich will wissen, was das ist. Obwohl ich da die Musik haben will. Holy fucking shit. What the fuck is going on? Help me! Das habe ich heftig overshoot. Oh mein Gott. Das war das erste? Nein. Wie sollst du das vernünftig machen? Du entwickelst einfach kein Gefühl für so ein Level. Aus dem Nichts heraus, verstehst du? Siehst du das? Du musst das Gefühl muss da sein. Das Gefühl, du musst wissen, wie hoch deine Karte springt und wie schnell du bist. Oh, ich halte es zu lange fest, aber. Tja. Dieses Junimo-Kart besiegt mich halt hart. Was will ich machen? Ich frage mich, ob ich im Endlos-Modus diese Level aussuchen kann. Und das dann individuell trainieren kann. Das wäre cool. Ehrlich Bock drauf. Guck, war gar nicht so schwer. Hab mich nur doof angestellt. Das ist zwar jetzt auch egal, weil jeder Fehler jetzt tödlich ist, aber lass es mal gucken. Ne, das ist jetzt Level-Modus. Okay, lass es mal versuchen, den Endlos-Modus zu machen. Das ist einfach dasselbe. Bestleistung. Scheint was anderes zu sein. Oh, okay, und alles gibt Punkte, was ich einsammle. Okay. Das heißt, ich muss nur über 50.000 Punkte kommen. Easy. Und jeder Meter gibt 10 Punkte und jede Frucht gibt 1.000 oder so. Jede Münze gibt 100 vielleicht. Okay. Soweit so kein Problem. Oh, das ist ein Problem. Oh, das ist ein Problem. I see, was das. Seht ihr auch, was das Problem ist? Wenn du verkackst, verkackst du. Aber dann verkackst du nicht nur aus Spaß, dann verkackst du hart. Du hast kein Continue, deine Punkte sind weg. And you die in real life. God damn it. Okay, das ist aber. Das Problem ist, dieser Spielmodus ist weitaus süchtig machen, der. Dieser Spielmodus ist weitaus süchtig machen. Einfach weil du nicht aufhörst. Und einfach wieder von vorne anfängst und denkst, ja, dieses Mal schaffe ich's. Das Denken hat bei mir schon angefangen übrigens. Von daher. Lehnt euch zurück und genießt ein bisschen Junimo Kart. Wir haben nichts anderes zu tun im Moment. Schädelmine kann warten, Schädelhöhle. Oh Gott, damn it. Okay, das war nicht clever. Ja. Okay. Da konntest du gar nichts gegen machen. Einfach reingefallen. Ups, ich hab gar nicht geklickt. Und ich die blöde Kirsche verpassen. Die Levels scheinen auch alle kürzer zu sein. Das ist das einzig Coole an dem Modus. Dass du kriegst immer so eine generelle Idee von der Mechanik dieses einen Levels. Vielleicht ist das die bessere Variante, um ein bisschen Training zu kriegen für Lava-Level.
5000 gibt es dafür, wenn wir alle Früchte sammeln. Das kriegen wir hin. Münzen können wir getrost ignorieren, wie es scheint. Kein Problem. Wie man das halt so macht. Die Hälfte haben wir. Einer noch und dann ist gut. Dann machen wir was anderes. Dann machen wir was Vernünftiges, okay? Goddammit. Ich hab gesagt, einer noch. Das war der eine noch. Ich hab's gesagt. Ich werd's auch tun. Auch wenn es mir nicht schmeckt. Aber es ist okay. Dammit. Dammit. Mir gefällt es nicht. 21.30 Uhr. Können wir noch mehr Treppen bauen eigentlich? Hat das einer geguckt? Weiß das einer? Ein paar Treppen würde ich noch mitnehmen. 99 Steine habe ich leider nicht. Ich habe erst 84. Tja. So. Okay, haben wir gemacht. Tag ist für mich beendet. Auf geht's in den nächsten Tag. Und mal schauen, was der so bringt. Gewitter bringt er, das weiß ich schon. Und Sams Geburtstag. Außerdem der glücklichste Tag. Wobei das nicht stimmt. Der glücklichste Tag ist natürlich der Pyramidentag. Pff, hallo. Manchmal finde ich an den unwahrscheinlichsten Orten Inspiration. Zu Hause zum Beispiel. Wenn du wieder am Küchentisch und Fenster guckst, obwohl die Küche gar kein Fenster hat. Das ist wahre Inspiration. Da kannst du nicht drüber hinwegreden. Da weißt du ganz genau, das ist inspirierend. Du weißt schon. Sich Orte vorzustellen, die es gar nicht gibt. Sich Dinge vorzustellen, die es gar nicht gibt. Sehr inspirierend. So. Lass uns schnell weiterreiten. Ein sehr glücklicher Tag, ja. Das ist so ein Tag, an dem ich überlege, in die Schädelmine zu gehen. Tatsächlich. Es ist so ein Tag, an dem ich das hart überlege, ob das jetzt nicht so ein Tag wäre. Es regnet und es ist ein super glücklicher Tag. Und wisst ihr was? Sobald ich hier meine... Dinge hier getan habe. Ich glaube tatsächlich, ich versuch's auf Level 100 zu kommen. Muss jetzt noch neue Sternfruchtsaat ausgießen. Ich weiß, das ist nervig, aber das müssen wir leider machen. Die Tiere sind ja versorgt, die können sich erstmal so halten. Das ist nicht so schlimm. Die werden nicht böse sein. Das packen wir weg. Und ich brauche die Kakteen, die goldenen und auch die hier. Einfach für ein bisschen mehr extra Futter. Oh, in meinem. So, kann ich das nicht? Doch. Einfach für ein bisschen extra Futter. Gehe ich noch schnell Sternfruchtsaat aufs Feld werfen. Und dann benutze ich mein Totem, bin hier weg. Und dann kriegen wir das mit der Schädelmine schon irgendwie hin. Wie gesagt, wir haben 12. Sag mal schnell. Du weißt, was ich sagen will. 12 Treppen. Das sollte funktionieren. Kokosnuss.
Das ist ungefähr eine Stunde früher da als sonst. Ich werde einfach alles weg. Ich werde einfach alles versuchen wegzusprengen. Dieses Gebiet ist verseucht. Okay, das ist natürlich doof. Oh, da war Aal drin. Habt ihr gesehen? Krass! Lass uns auf jeden Fall das Loch nehmen. 8 Ebenen runtergesprungen. Nice. Ein weiteres Loch, yes! Let's go! 25 Ebenen, 3. 5000 Ebenen! Ich nehme nochmal hier den Loot mit. Man weiß ja nie. Ich nehme auch gerne jede Treppe, die so kommt. Wo sehe ich eigentlich meinen da? 16, okay. Natürlich nehme ich jede Treppe mit, die ich sehe. Versteht sich ja von selbst. Daneben, Sack! Damit. Prismatische Scherbe, lass mich mal eben hier irgendwas essen. Lass mich mal eben hier die Kirsche essen. Und den Apfel vielleicht. Oh, die dürfen mich nicht treffen, diese Viecher, ohne Scheiß. Komm schon. Okay, ich habe nichts gefunden. Dann halt auf die harte Tour. Ich werde mal versuchen, so ein bisschen was zu finden. Wenn ich nichts finde, muss ich eine Treppe nehmen. Das geht ja nicht anders. Natürlich würde ich lieber Löcher finden. Keine Sorge. Das muss ich euch aber ja nicht extra auftischen. Das wisst ihr schon. Aber es ist halt so ein bisschen. Oh Gott. Ist natürlich auch so ein bisschen. Gelenkt von Hauptsache runter. Nichts gefunden. What? Kann nicht sein. Wir sind jetzt auf 22 runter. Ich habe eigentlich gehofft, mit jeder auf jeden paar Ebenen mehr zu finden als nur Treppen. Die Treppen sind immer doof. Ja, ich weiß, ich lasse auch Iridium liegen. Oh oh.
Wieder eine neue Treppe. Oh, das Schlimmste. Oh no, no. Die zeitaufwendigen Sachen versuche ich auch natürlich auch zu skippen. Oh, da ist direkt eine Tour. Eine Tür. Aber kein Loch. Dammit! Kein Glück! Komm, geh drauf. Nehme ich. Hundert ist eine ganz schöne Herausforderung, merke ich gerade. Ich verwende aber auch. Ich versuche trotzdem meine ganzen Ressourcen natürlich zu nutzen, die ich habe. Und jetzt habe ich mich natürlich schon so weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt kann ich natürlich auch nicht mehr zurück, ne? So viele Ressourcen, wie ich verschwendet habe. Schon wieder nur eine Treppe, das ist doch nicht wahr. Never lucky. Und dabei habe ich Glück. Und es ist ja ein glücklicher Tag. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Ich meine, wir sind schon auf 32 runter, wir sind jetzt nicht langsam oder so. Guten Tag. Können wir kämpfen? Ich werde nochmal eben schnell was essen. In case. Never lucky. Gar nichts gefunden, cool. Na, hier unten lohnt sich vielleicht nochmal eine Bombe. Vielleicht kriege ich nochmal eine von denen. Nö. Aber ich glaube, Bomben kann ich auch mal nachbauen. So ist nicht. Gerade weil ich so viel Material bekomme. Jetzt ist natürlich doof. Jetzt habe ich so viel Kraft verschwendet. Wieder nur eine Treppe. 34. Das Problem ist, wir müssen auch langsam kämpfen. Wir können uns nicht leisten. Wieder noch eine Treppe. Das ist doch nicht wahr. Diamanten. Ich lass mal den Pfirsich hier. Das Problem ist, ich muss auch schnell runter. Das heißt, ich kann da gar nicht nachdenken, ob ich lieber nochmal suche für ein Loch. Hier ist es was anderes, weil es hier wirklich super nah ist, ne? Aber ich kenne auch die Regeln von dem Spiel nicht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt überall halt Löcher gibt. Oder nur in bestimmten Abschnitten. Eben hier aufmachen und eine Bombe legen. Okay, eine Bombe legen, hatte ich gesagt, oder? Und meine Maus hat einfach gesagt, hey, wir spielen jetzt Bomberman, Bitch. Was war das? Das war sehr kostspielig. Lass doch mal wieder ein Loch, das ist gut. Und Burger. Burger sind auch gut. Die würde ich gerne mitnehmen. Ich lasse den Amethyst dafür legen. Dafür nehme ich Krabbenburger. Ich nehme nur einen würzigen Aal. Aus 5 Ebenen, ich bin jetzt auf 41, okay. Was ist denn das für ein dreckiges? Oh yes! 7 Ebenen?
48, geil. Ah, no, 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 okay. That. Der Burger, mehr Iridiumerz und Nummer 2 so. Schlangen. Okay. Hier haben wir überlebt, ein Glück. Ich pflüg mal hier das Gras um und ess mal ein bisschen was. Das Schwierigste ist einfach wirklich nicht sterben. Glaubt es oder glaubt es nicht. Das Schwierigste hier drin ist nicht sterben. Das Runterkommen ist gar nicht das Problem. Sagt er um 18 Uhr, während es nicht mal eben eine 50 ist. Ich meine, ich hab immer noch 9 Treppen, also. Oh, wir sind weit weg von Verzweiflung. Ich hab die gar nicht gesehen, die Treppe. Lucky me. Treppe, 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 Treppe. Omnibombe. Das war ja wohl nix. Oh mein Gott. Oh. Eben besser positionieren. Den würzigen Aal hätte ich gerne. Wir brauchen Iridiumerz. Ich? Ich muss schon wieder nachheilen. Riesenfledermaus. Fünf! Oh mein Gott! Fünfundfünfzig, wollte ich gerade sagen. Die Omnis nehme ich alle mit. Die brauchen wir. Siebenundfünfzig. Dino. Ich glaube, irgendwelche von den Knochen brauche ich auch noch. Lass uns mal eben gucken, was ich wegschmeißen könnte. Oh, vielleicht kann ich Bomben bauen oder so. Das hat sich jetzt mal ungeachtet gelohnt. Jetzt habe ich wieder die großen Bomben, eine ganze Ecke voll. Aber leider nichts, wo ich so nutzen kann. Dammit. Come on. Für den Ausgang. Uhr. Wir haben noch ein bisschen Spielraum. Die Omni nehme ich mit, muss ich. Endlich. 3 Ebenen, immerhin. Ich mag das auch, dass sie die Ebenen generell wiederholen. Damit ich muss essen. Okay. Die können nämlich. Oh Gott. Die können mich nämlich leider auch kritisch treffen, diese Viecher.
Das ist nicht lustig. Aber ich kann auch ohne eine Kaktus essen, von daher ist das alles nicht so schlimm. Ich hab ein bisschen Stress, ich will da runter. 65. Da sind noch ein Haufen Ebenen zu machen. Aber wir kriegen das hin. Ich sage einfach, wir kriegen das hin. Dieses Gebiet ist verseucht, hat er gerade gesagt. Nix hier raus aus diesem verseuchten Gebiet. Ich hoffe immer noch auf Artefakte nebenbei, weißt du? Wir müssen da 30 Ebenen runter. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Wenn ich ganz ehrlich sein darf. Es braucht also noch mehr Planung. Und noch mehr, ich sag jetzt mal, Ebenen pro Minute. Die guten EPM. Ich hoffe, das ist das gute Loch. 8 Ebenen, wow. Und das ist direkt wieder ein Loch. Gut. Komm, belohn mich, Game. Belohn mich! 3, dammit. Sechs. 87. 88, 89. 90. Ein weißer Turban. Cool, den nehme ich. Was nehme ich mit? Was hatte ich hier? 10 Stück noch, ne? Huh? Ich glaube, das haben wir im Sack. Jetzt habe ich Vertrauen. In meine Fähigkeiten auch. Ich habe noch acht. Oh, warte mal, stopp. Okay. GG. Wir haben es geschafft. Victory! Lass mal. So. Du hast es also geschafft. Das ist voll das dicke M. Komm näher, los, sei nicht schüchtern. Mit den Schlangen in den Töpfen, ja, ich bin nicht schüchtern, no, alles gut. Ich habe gehört, dass du heute versucht hast, tief in die Höhle einzutauchen. Oh, okay, ja, okay, also ich. Ich musste das mit eigenen Augen sehen. Beeindruckend, sehr beeindruckend. Du hast meine Prüfung mit Bravour gemeistert, Kid. Mir gefällt es, dass du dich herausgefordert hast und auf ehrenvolle Art und Weise hier herabgekommen bist. Du hättest schließlich auch alle Ebenen überspringen können, indem du Treppen gebaut hättest. Das habe ich nicht gemacht. Nicht überall. Das zeigt mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist, Kid. Du hast Prinzipien. Du verstehst, wie wichtig es ist, dass du dich herausforderst und dir selbst ohne hohe Ansprüche setzt, auch wenn niemand zusieht. Wow. Das ist Meta. Deswegen bist du etwas ganz Besonderes. Kid, du gehst mit gutem Beispiel voran. Das gefällt mir. Danke. Gut. Geh jetzt zum Tisch und trinke diese besondere Milch, die ich für dich vorbereitet habe. Oh nein, Man-Milk. Oh nein. Nein, trink es nicht. Da ist sogar ein M drauf für Man-Milk. No. Es ist die Iridium-Schlangenmilch. Ein ordentlicher Schluck und dir, du wirst noch kräftiger. Die schmeckt widerlich und fühlt sich im Mund noch schlimmer an. Oh. Aber damit wird deine Gesundheit dauerhaft um 25 erhöht. Deine Gesundheit. Viel Glück da draußen, Kid. Geht noch tiefer?
Ciao. Das erste, was ich finde, ist ein Dinosaurier-Ding. Cool. Zwei Dino-Eier. Ja, da kann ich nicht widerstehen, dann nehme ich eins mit. Holy freaking frick! Das ist wieder, das ist so ein Trank. Lass uns mal eben gucken, was wir alles wegschmeißen können. Ich kann meinen alten Billigfernseher wegschmeißen für das Lebenselixier. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und ich packe das Bier weg. Für die Batterie. Die Batterie packe ich auch weg, denn ich nehme nicht das Gold mit. Ich nehme die Eier mit. Und ich glaube. Oh, das brauche ich glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ich packe die normalen Steine weg. Und ich glaube, das war's. So. Bam. Hab ne Haus. Hab ne Haus. Ebene 100 Schädelmine. Erfolgreich abgeschlossen. Danke, dass ihr dabei wart. Und das war ein schneller, kleiner Mini-Stream heute. Mehr gibt es nämlich heute leider nicht. Aber es hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es hier heißt, hier spricht Ostra und auf mehr Stardew Valley. Auf bald!